Reifenplatz unten live bis vor der Kamera. Jawohl! Jawohl. Ja Leute, gerade noch gejammert, also ich werde es öfters jammern. Da haben wir ihn eingesackt. Wie gesagt, einfach nur geil, macht einfach nur Spaß. Moin Leute! So, heute mal was ganz Ungewöhnliches. Heute ist hier der Plauer See. Heute sind wir am Schalsee. So, wir besuchen heute Kai. Wie gesagt, wenn ich mal Mike zu dir sage oder so, denk dir nichts bei. Alles ich bin gut. Alter Mann. Alles gut, Hans. Ne? Geht doch. Ne? Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du vorbeigekommen bist. Und wir wollen mal heute gucken, was hier so geht. Vielleicht den einen oder anderen Hecht raushuppeln. Aber am meisten hoffen wir noch auf die Barsche. So, bis später. Sag mal Kai, wer bist du eigentlich? Ja, was machst du hier eigentlich auf dem Schalsee? Ich bin der Kai. Viele kennen mich auch als Natural Born Fischer von Instagram. Ich darf hier auf dem Schalsee Angelguidings anbieten. Schalsee bietet sich auch sehr gut für Hecht an. Zander gab es hier mal vor 5 Jahren, so wurde der letzte gefangen. Leider aufgrund von einer Muschel nicht mehr am Start. Der ist so klar geworden. Der See hier geht der Fischbestand langsam wirklich zurück. Barsche gibt es ja auch schöne, aber primär mache ich Hechtangelei. Abmetern funktioniert hier teilweise ganz gut. Heute ist der Wind leider nicht ganz so toll, der kommt von der falschen Ecke. Aber Wetter, gut, Wolken könnten noch ein bisschen besser am Wolken am Himmel sein, aber eigentlich, Fred ist da. Fred ist da, heute gibt es Fisch. Wollt mit den Plätzen stippen oder wie? Hm. Da war der Erste. Scheiße! Wenn ich mal nicht aufpasse! Jetzt, oh! Jetzt echt, Fred? Warum soll ich dich annehmen? Guck dir an. Ja. Ach du Scheiße. Schön verkackt. Ja. Gerade Freiwasser, ungefähr bei 35 Meter Wassertiefe. Ich mich eben erschrocken. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Gerne doch. So eine Scheiße. Ja Leute, und das ist genau eigentlich das gleiche wie bei uns am See. Freiwasserangeln. Wir haben jetzt, wie viel haben wir hier? 30 Meter? Ja. Aber wie ihr seht, so lange warten brauchen wir gar nicht, weil die Fische hochkommen. Und wenn der Hecht aktiv ist, jetzt bei den Wettertemperaturen und er sieht den Köder 8 bis 12 Meter, geht er ohne Probleme hoch. Ja. Trau dich. Trau dich, ja. Also bei den nächsten 100 Würfen mache ich einen Fisch. Ich muss noch sehen. Nee, mein lieber Kai, du hast eben gesagt, die nächsten 10 Würfel garantiert Fisch. 10 Würfel garantiert Fisch. Schneidet mit, wir machen das. Okay, ich blende oben eine Zahl ein, 1 bis 10 und dann... 1, das war Wurf 1. Ach, zählt schon oder wolltest du nochmal? Nein, wir machen gleich noch Spotwechsel, ne? Spotwechsel, wir machen neuer Spotwechsel Spot. Und dann geht's los. Mit dem neuer Countdown. Spotwechsel, dann gibt's Fisch. Alles klar. Och nö. Nö. So, jetzt sind wir ein bisschen flacher gefahren. Wir sind jetzt auf ungefähr 10 Meter, 11 Meter Wassertiefe. Wurfweite ist noch ein bisschen flacher. Und wie gesagt, jetzt Wurf Nummer 1, um einmal kurz den Köder so durchs Wasser zu ziehen, damit er sich ans Wasser gewöhnt. Wurf Nummer 2 mache ich den ersten Hecht aufmerksam und Wurf Nummer 3 verhafte ich das Ding. Zweiter Wurf, das ist jetzt nur, um den einen Fisch so ein bisschen in Bewegung zu bringen. Boah, Fisch, warte mal, ich muss ihn kurz losschütten, das erzählt nicht, das ist der zweite. So, Fisch ist wieder ab und jetzt so, der zweite, ich habe dich jetzt schon 8-mal werfen sehen. Ein Arsch, ne? Das ist der dritte, glaube ich, jetzt, ne? Ja. Ja, das ist jetzt der dritte, ja. Kai, ich weiß nicht, ob du wusstest, mein zweiter Name ist Empathie. Ja, das kann ich mir echt vorstellen. Hat Fritten Michi mir beigebracht, also das ist ein Fremdwort, was mir sofort sich in meine Gehirnzellen eingebrannt hat. Das ist jetzt der vierte, ja, ich bin ein drüber. Der vierte. Was mit dir, Friedi? Immer noch Pause? Ackern. Ich habe wohl heute Morgen noch schon eine Scheiße gehabt, also lass mal ganz in Ruhe jetzt aufrauchen und dann geht's weiter. Reifenplatzer, ne? Nächstes Mal kannst du mich morgen auch zu Hause abholen. Ja, so wie das ist, genau. Das war das auch ganz geil, ne? Als wir die Rapfentour gemacht haben. Ja, das ist um die Ecke.
Ist hier auf dem Weg, kannst du ja eben kurz einsammeln. Ja, genau. Hat Julian einen Weg gemacht, den Tag von 200 Kilometern. Ist auf dem Weg, hat er gesagt. Das wusste ich wirklich, Julian. Nummer 10 ist leider jetzt auch schon durch. Ja, was ist der Plan jetzt für die nächsten paar Stunden noch? Ich habe das, glaube ich, auch nie gesagt. Das war Fred. Ködermäßig, was würdest du sagen, so für so klare, große Seen wie den hier? Den kennst du ja auch. Eigentlich, im Prinzip hast du gesehen, vorne hat der gleich geklappt mit Kontakt. Wie gesagt, Farben ist mal so eine Sache, das ist überall unterschiedlich. Aber eigentlich der gleiche wie am Drehwitze. Das ist ein Mariensee. Aber jetzt ein bisschen was Glitzeriges, da kommt der Replikant ran. Leute, wir haben hier 40 Meter Gewässertiefe, aber trotz allem. Das ist auch bei uns auf dem See so. Dann die Leute wollen immer so tief absenken lassen, brauchen wir gar nicht. Die Fische stehen im Mittelwasser und damit auch die Räuber. Weil wenn du hier warten willst, bis du auf 40 Meter unten bist, dann ist Weihnachten. Mein erster Fox Rage Stickleback. Hey, schönes Tier und auch gar nicht mal so klein. Schöner Fisch. Schöner Fisch, auf jeden Fall. Schönes Ding. Ja Leute, zwei verkackte Fische später. Also heute habe ich richtig Talent. Also heute habe ich zwei Fehl... Das war ich. Ich dachte gerade. Zwei Fehlbisse, der mir heute Morgen... Greifenplatz unten live bis vor der Kamera. Ja Leute. Gerade noch gejammert, also ich werde jetzt öfters jammern. So Leute, vorhin schon angekündigt bei uns beim Livestream. Weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt. Wir machen ja auch mal live auf Insta und machen wieder ein kleines Gewinnspiel. Diesmal gibt es von uns eine Lurebox zu gewinnen. Guck mal hier, heute sind wir zu Gast bei Natural Born Fischer. Solltet ihr unbedingt mal ein Guiding machen, ist sehr empfehlenswert. Und was müsst ihr dafür tun? Für so eine Box, aber die Box ist ja nicht nur die Box, da sind auch noch ordentlich Hechtköder drin. Und was müsst ihr dafür tun? Daumen nach oben, kommentieren, damit wir euch auch finden. Und unseren Kanal abonnieren. Und das Allerwichtigste ist, unseren Stoff fischen. So, und die Gewinnfrage, die ist ganz schwierig. Auf welchen See fischen wir heute? Guck, da war eine. Jo. Leute, ganz ohne Barsch geht das nicht. Nochmal. Und ab. Da ist er, da ist er. Klein, aber fein. Wenn ihr ja schon den neuen Big Eye von uns kennt. Ich habe ihn ja schon eine Weile gefischt. Schöner Lauf. We'll be right back.
wie ihr seht, unsere Big Eye ganz gut. Die verkaufen sich aber manchmal auch richtig brachial, die Barsche, ne? Aber ist auch schon eine schöne Angelgröße. Und nicht die großen, aber... So, und wenn wir schon mal bei sind, dann will ich euch mal gleich was zeigen, weil wir erstmal den Fisch versorgen. Haben einige auch noch nicht gesehen. Wir haben jetzt hier hinten einen Schrumpfschlauch drauf. Vorteil ist, wenn ihr mal jetzt zum Beispiel einen Wirbel fest habt oder so, kann man oft ja nicht wechseln. Macht ihr hier den Sprengring ab, könnt dann den Kunststoff hier runterziehen, rüberziehen, könnt ihr vorne losmachen, Wirbel wechseln und wieder raufschieben. So Leute, das war der heutige Tag. Schönen Dank, Kai, hat Spaß gemacht. Gerne doch. Das war heute nicht optimale Wetter, wir haben gefangen. In zum Schluss Barsche war natürlich für mich das Schönste, aber auch Hecht. Also Kontakte waren ja da, aber wie gesagt auch sehr zaghaft. Und von der Warte aus, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Das würde mich freuen. Hat mir heute auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir mal eine Runde angeln gehen zu können. Und dann ist mich ja mal angeschrieben und jetzt weißt du, wie ich bin. Ja. Schlimmer als gedacht. Schlimmer als gedacht, genau. Ja, so muss es sein. Ja. Ich finde das, voll toll, dass du nett zu mir warst und böse zu Julian. Das ja, aber schön. Du musst doch mal erleben, wie Julian mich sonst behandelt. Du glaubst es gar nicht. Julian sieht ja immer so scheinheilig aus und die Leute denken, das ist ja so ein Lieber. Aber in Wirklichkeit, das ist total durchtrieben, ne? Ja, mach dir mal ruhig. Ich will das alles rausschneiden. Wie gesagt, wir hatten heute wirklich nicht einfaches Wetter. Wir hatten jetzt einen Luftdruckanstieg gehabt und wahrscheinlich die letzten 3 Tage. Das ist bei uns auf dem See auch nicht anders. Die Barsche sind zwar noch aktiv, aber auch die Hechte sind inaktiver geworden. Kaum Wind. Aber wunderschöner See, schöne Natur. Ja, ja. Seeadler gesehen, volle Programm. Aber einzige, was ich heute vermisst habe, waren die Kraniche. Die haben heute, glaube ich, irgendwie den See bei dir entdeckt oder so. Heute waren die nicht hier. Kraniche haben wir schon lange. Das ist ein Vogelzug, ne? Ja. Aber was ich festgestellt habe, Leute, und da müssen wir was unternehmen, hier müssen unbedingt auf den See mehr Kormorane. Was hältst du davon, wenn ich 800 Stück von uns rüber schicke? Ah, nee, wir haben hier Visum, Einreisepflicht und so weiter. So das als deutsch-deutsche Freundschaft und so, das nein, ist doch ein gutes Ding, oder nicht? Nein. Wir haben selber genug. Wir haben, heute nicht viel gesehen, aber wir haben selber genug. Das ist bei uns auch so. Mal siehst du, und dann sind sie auf den anderen Ecken, dann siehst du eh nicht, ne? Auf jeden Fall, Leute, ne, schaut auch mal bei Kai vorbei auf der Seite. Sag mal, wie heißt deine Seite? Naturalborn Fischer oder angeltouren-schalsee.de. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wenn ihr Bock habt auf andere Filme noch, auf anderen Seen, schreibt das mal in die Kommentare. Denkt an das Gewinnspiel und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid.